Ein Kanal. Eine Community. Ein Streit. Kuchen oder Käse? Dieser Frage werde ich, Professor Dr. Walross, heute ein für alle Mal auf den Grund gehen. Boah, keine Luft mehr bekommen. Ist das Intro vorbei? Regie, hallo, cut. Hallo, ich bin's, euer Professor Dr. Walross. Nach meinem epischen Intro werdet ihr bereits wissen, worum es heute in meinem hochprofessionellen Video wieder gehen wird. Nein, es wird nicht professionell. Wir klären heute Need to Knows, aka Elias, große Streitfrage. Ist das folgende Bild Kuchen oder Käse? Hier vor uns sehen wir nun das Bild, um das es geht. Dieser Gegenstand in Plastikfolie eingewickelt. Ist es ein Kuchen oder ein Käse? Die gesamte Community des YouTubers Need to Know hat sich mit dieser Frage aufgespalten. Ich habe meine wertvolle Zeit verwendet, recherchiert, Berechnungen angestellt und somit die Wahrheit ans Licht gebracht. Zunächst einmal muss ich eine Lüge von Need to Know aufdecken. Er hatte uns in seinem Video gezeigt, wie er das Bild von diesem Stück, was auch immer es denn nun ist, mit einer Software hat er nachgeguckt, welche Farbe es hat. Und sein Ergebnis war die Farbe nicht gelb, womit er seine Theorie, dass es Kuchen ist, unterstützt hat, da Käse laut seiner Aussage gelb ist, Kuchen jedoch nicht. Doch er hat dabei gelogen, denn die wahre Farbe, die beim Analysieren dieses Gegenstandes herauskommt, ist eine andere. Denn wie wir hier sehen, ist die eigentliche Farbe des Gegenstandes, um den wir hier diskutieren, hässlich und nicht, wie Need to Know in seinem Video behauptet hatte, nicht gelb. Dies widerlegt seine Theorie, dass dieses Stück ein Kuchen ist. Da, wie wir alle wissen, Kuchen ein gutes Lebensmittel ist. Anders als manche Käsesorten. Und Kuchen in der Regel nicht hässlich ist. Hier im Internet finden wir ebenfalls viele Bilder von Käse, von denen viele sehr stark an den Gegenstand, den wir haben, erinnern. Googelt man hingegen nach Kuchen, da wird es schwer, irgendwelche Ähnlichkeiten zu finden. Stellt man alles drei nebeneinander, fällt einem auf, dass sich tatsächlich alle drei Elemente, um die es geht, sehr ähnlich sind. An dieser Stelle hatte ich zuerst geplant, meine Recherche zu beenden, da es deutlich mehr Anzeichen dafür gibt, dass unser Stück ein Käse ist, als ein Kuchen. Doch andererseits habe ich noch einmal nachgedacht, und auch den Punkt von Elias verstanden und bin somit auf eine ganz neue Idee gekommen. Mit Hilfe der Ohrenaugenkatze bin ich auf eine mögliche Lösung des Problems gekommen. Denn überlegen wir einmal, was ist, wenn es nicht ein Kuchen oder ein Käse ist? Und da war ich mir sicher, die Lösung gefunden zu haben. Der Gegenstand, um den die gesamte Community diskutiert, ist ein handelsüblicher Käsekuchen. Für viele mag diese Erkenntnis jetzt unlogisch wirken, doch sie ist gleichzeitig eine logische Erklärung und ein Kompromiss für die gesamte Community. An dieser Stelle ist alles zu unserem Problem gesagt, Dass man sagen könnte. Die Diskussion ist beendet und Dr. Professor Walross
war mal wieder erfolgreich. Nee, jetzt mal for real, Nito, du Spasti, das ist ein Käse, das sieht man doch!